Die Pianistin Fabiana Biasini führt uns mitten hinein ins nächste Thema mit einer Vision von Josef Hoffmann. So hat der polnische Komponist diesen Satz aus seinen Charakterskizzen überschrieben. Ob ihm dabei eine seiner zahllosen Erfindungen, zum Beispiel die Gasdruckfeder, vor dem inneren Auge erschienen ist, das wissen wir natürlich leider nicht. Aber der Künstler als Visionär, das klingt für uns postmoderne Museumsbesucher verdächtig romantisch, vielleicht auch ein bisschen esoterisch. Visionen, das verbindet man eher mit den Mystikern und anderen märchenhaften Sehern, aber doch nicht mit den aufgeklärten Multimedia-Kunstwerken unserer Zeit. Das Museum Martha Herfurth ist da offenbar anderer Meinung, denn es widmet seine neue Ausstellung sozusagen den seherischen Qualitäten der zeitgenössischen Kunst. Christiane Vielhaber ist schon eingetaucht in diese Herforder Vision. Frau Vielhaber, haben Sie denn mystische Erfahrungen gemacht im Museum Herfurth? Sie werden es kaum glauben, ja. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte viel mehr Zeit gehabt für diese Ausstellung. Allein eine Arbeit, die 4 Stunden dauert, das ist ein Film, bei dem Thomas und Peggy Henke seit 7 Jahren 12 Benediktinerinnen in ihrem Kloster nicht beobachtet haben, sondern sie haben darum gekämpft, sie zu filmen, mit ihnen zu sprechen. Und dann, diese Arbeit heißt Film der Antworten und sie können stundenlang zuhören, sie können in diese Gesichter gucken. Wenn zum Beispiel eine Nonne sagt, manchmal zweifle ich, dass es Gott gibt. Oder wenn sie dann sagt, ich möchte nicht in einen Himmel kommen, den wir uns vorstellen können. Also was diese Frauen antreibt, und das überträgt sich. Also sie sitzen da wie gespannt, sie beobachten sie. Manchmal sehen sie die Frauen beim Beten, wie sie in ihrem Kloster umhergehen und dann wieder sehr direkt. Und sie merken wirklich, welche Zweifel diese Frauen haben, welches Glück aber auch das sein kann und welche Vision sie haben von einem Leben nach dem Tod, aber auch eine Vision von Liebe und Glück hier auf Erden. Und das ist sowas Berührendes und auch sowas Intensives, wo man begreift, was Vision sein kann. Aber diese Künstler haben sich ja nun auch tatsächlich in so einen spirituellen Bereich reinbegeben, wenn sie da in ein Kloster gegangen sind. Was für Themen haben denn die anderen Künstler? Was für Visionen entwickeln sie? Eine grandiose Arbeit, eine politisch grandiose Arbeit und ästhetisch schön, ist von Christoph Dettmeier. Sie haben auf dem Boden so zerbröselte Hochhäuser, die so etwa kniehoch sind. Und Sie merken schon, das war eigentlich eine schöne Architektur, eine Hochhausarchitektur, und irgendwie verbröselt die. Und dieser Künstler hat entdeckt, dass Hitler, der Hochhäuser gehasst hat, die Idee hatte, Hamburg, das Tor zur Welt, dass dieser Begriff kommt aus dieser Zeit, doch Hochhäuser zu bauen. Und es war diesmal nicht Speer, sondern Erich zu Putlitz, der Architekt, der hatte mit eingeplant das Ruinöse. Er hat gedacht, wenn das 1000-jährige Reich zu Ende ist, dann kommen die Leute und sehen noch diese ganz tollen Reste. Also wie man praktisch so eine Sollbruchstelle als Architekt schon mit einbauen kann und wie der Künstler jetzt darauf reagiert, das ist doch auch eine Vision. Eine Stadt, die einen empfängt mit solchen Hochhäusern, mit einer grandiosen Architektur an der Elbe und wie er das jetzt ästhetisch umsetzt, und dann sind es kleine, schöne Skulpturen. Es sind aber auch Sachen dabei, da denken Sie, das darf nicht möglich sein. Christian Jankowski, der für solche Filme bekannt ist, dem ist es gelungen, im Vatikan 4 Juroren zu kriegen. Die Arbeit heißt Casting Jesus. Und dann sehen Sie diese Juroren, also wirklich die Gottesmänner, sitzen dann da am Tisch und dann kommen die Jesusdarsteller rein. Mal tragen sie das Kreuz, mal sind sie irgendwie vermummt, mal beten sie. Also, dass das überhaupt möglich ist. Und ich meine, das hat ja auch was mit Vision zu tun. Mhm. Wir lachen jetzt ein bisschen, aber es ist schon visionär. Aber das ist ja ein sehr breit gefasster Begriff offenbar von Vision, der da so abgesteckt wird. Das klingt sehr, ja, spannungsreich. Ja, zum Beispiel Jeppe Hein hat eine Form von Vision, das ist so ein Guckgerät auf Augenhöhe, und wenn Sie reingucken, dann wissen Sie überhaupt nicht, was Sie sehen. Sind da drin Spiegel, dann sehe ich plötzlich, wenn da jemand steht, sehe ich den. Also das sind Raumerfahrungen, mhm, oder wo sich der Raum weitet, eine Atmosphäre auch der Unsicherheit. Also es ist medial unheimlich viel mit Malerei, aber es sind eben, wie gesagt, Arbeiten, die auch zum Teil wirklich berühren. Ist das denn auch ausstellungsmacherisch quasi was Visionäres? Hat man da auch in Ihren Augen was versucht, wirklich was Neues zu sehen?
Das hat man Gott sei Dank nicht, denn das Ganze, die Hülle ist ja die Architektur von Franco Gehry. Und das setzt voraus, es ist ja ein Raumgebilde, was praktisch kaum eine gerade Wand hat, was keine wirkliche Decke hat, was sich irgendwo öffnet, was gewölbt ist. Und das ist ja schon alleine etwas Visionäres. Und da haben sich dann die Künstler auch gedacht, sie haben sich, wenn sie Bilder hatten, Wände gesucht, die gerade sind. Zum Beispiel für diesen Film ist ein Raum gebaut, wo sie wirklich diesen Nonnen zuhören können. Das musste dann irgendwo mitten im Raum sein. Nee, die haben sich sehr zurückgehalten. Und ich finde es auch ganz toll, man hätte das ja aufblasen können mit Sternenhimmel oder mit Sphärenmusik oder so. Nee, da ist es eigentlich, man kann nicht sagen nüchtern, denn die Ausstellungsarchitektur ist nicht nüchtern. Aber im Prinzip ist es doch nüchtern gemacht. Umso stärker können Sie sich einlassen auf das, was Künstler für Visionen haben. Das heißt, es ist auch ein produktiver Begriff, über so eine Ausstellung zu setzen. Weil manchmal hat es ja auch so was Beliebiges, wenn irgend so ein Motto da ausgerufen wird. Aber in dem Fall, was Sie erzählen, hört sich das ja an, als wäre das quasi, als würde man so eine Brille aufgesetzt bekommen, durch die das nochmal reicher wird alles. Ja, zum Beispiel die eine Künstlerin, die sehr schwierig sein kann. Ich habe sie früher kaum verstanden. Sie hat mir mal, als sie die Förderkoje hatte, erklären wollen, was ihre Zeichnungen sind. Die befasst sich mit Euklid und die hat dann zeichnet eigentlich einen Kosmos, die Erfindung des Weltalls mit Texten da drin. Da können Sie sich so ein bisschen verzetteln und denken, was Sie jetzt eben gesagt haben, ist das jetzt wirklich wissenschaftlich oder ist das nicht esoterisch oder falle ich da nicht auf etwas rein? Aber im Prinzip haben die Kuratoren schon sehr darauf geachtet, wen sie aussuchen und wie sie das so zusammenstellen. Es ist nicht immer ganz stimmig, das muss ich sagen. Manchmal ist es vielleicht, hat es mit Erscheinung nichts zu tun. Eine schöne Arbeit von einer Künstlerin, die das ist oben mit Neonschrift und dann steht thank God it's abstract. Also Gott sei Dank ist es abstrakt und dann hat sie so leere Sockel stehen und dann haben sie eine Vorstellung, eine Vision. Dann entsteht in ihrem Kopf ein Bild, was könnte auf diesem Sockel sein und gleichzeitig dann oben diese Neonschrift, die reinste Epiphanie, also diese Erscheinung. Das sind wirklich geglückte Beispiele. Also Visionen erleben und selber haben kann man im Martha Herford. Christiane Vielhaber berichtete und diese Ausstellung ist bis zum 8. September zu sehen.